Gefummelt im Kino. Ja, logisch. Wer hat noch nie gefummelt im Kino? Hattest du jemals einen richtigen peinlichen Moment im Kino? Ja. Leider ja. Wir saßen im Kino, in Fribourg, im Saal, neue Eröffnung. Dann plötzlich hat einem Freund angefangen, Popcorn zu werfen. Das macht man nicht. Und dann alle anderen, ich auch. Und am Schluss war ein Riesending. Und sie haben uns gebeten, nach draußen wieder zu gehen und den Saal zu verlassen. Ich habe der Herr der Ringe geguckt, Teil 3, aber extended. Und da habe ich gemerkt, dass ich eine Allergie gegen Haselnüsse habe. Und ich habe so viel gehustet, dass sich langsam irgendwann das Kino umgedreht hat. Und ich musste unter anderem das Kino verlassen. Ich bin 16, hat mit mir ins Kino gehen. Und dann hat er so meine Hand genommen und angefangen massieren. Und ich habe einfach nicht gewusst, wie ich jetzt die Hand wieder wegnehmen kann. Und er hat einfach weiter massiert. Und dann habe ich gesagt, ich muss aufs WC und bin einfach gegangen. Ein peinlicher Moment im Kino. Nein, erinnere ich mich eigentlich nicht. Höchstens, wenn man irgendwie zu laut Popcorn mit dem Popcornsack geraschelt hat oder so. Aber das mache ich nicht normalerweise. Bist du jemals während eines Films im Kino eingeschlafen? Nein, das ist mir noch nie passiert. Wirklich? Ich schlafe auch zuhause schlecht, also so ganz sicher nicht im Kino. Regelmäßig. Aber ich wache immer zum entscheidenden Zeitpunkt wieder auf. Das ist sozusagen die Übung als ehemaliger Filmkritiker. Das hast du dann sozusagen in den Genen. Hast du dich schon mal ohne Ticket ins Kino geschmuggelt? Tatsächlich nicht. Ich? Nein, ins Kino nicht, aber ins Goniland. Wirklich? Hast du jemals im Kino gefummelt? Ja, ehrlich gesagt schon, aber bin ich noch recht jung, hatte ich so ein Kinodate und dann haben wir ein bisschen rumgeschmüsselt. Gefummelt im Kino? Ja, logisch. Wer hat noch nie gefummelt im Kino? Es geht eher ein bisschen weiter zurück, meine Teenagerzeit. Es war das Kino schon ein magischer Place, gewesen, um der Angebeteten ein bisschen näher zu kommen. Ja. Ich war noch gar nie im Kino, ich weiss nicht, von was ihr redet. Hast du jemals einen Film so überhaupt nicht verstanden, es aber nicht zugegeben? Warte, wie hat der geheißen mit dem Leonardo DiCaprio? Inception. Schaut, wir sind rausgelaufen aus diesem Film. Und alle hatten irgendwelche wilden Theorien gehabt. Und ich war so, keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Keine Ahnung. Aber ich verstand ganz vieles nicht, was der Leonardo DiCaprio angeht. Hast du dich schon einmal in eine Filmcharaktere verliebt? Ja, wenn man als junger Mensch in der Pubertät aus der Phase von der Verliebtheit mit sich selber rausgeht. Am Anfang bist du ja verliebt in dich selber. Und dann lernst du im Kino Abstand zu nehmen von dir und dann verliebst du dich natürlich. Zum Beispiel Michelle Pfeiffer. Das war, glaube ich, meine erste Obsession gewesen.